Boah, geil. Freunde, es gibt schon wieder ein neues Umbau-Kit. Dieses Mal für die Lachmann Shroud. Das ist eigentlich eine Burst MP5. Die kennt ihr vielleicht noch. Findet ihr bei den SMGs. Läuft so ein bisschen unterm Radar, aber macht sehr, sehr Bock. Also wer jetzt in der Runde sehen, ich habe jetzt auch mal wieder mit Controller gespielt, weil es gerade einfach Bock macht. Einfach mal so ein bisschen wechseln zwischendurch für Abwechslung. Macht es von einer Burst zu einer Full-Auto-Waffe. Schaut euch gerne an, was ich damit gerissen habe. Hat sehr Bock gemacht. Also ne, normalerweise Burst, Rückstoßverhalten. Wenn man es kontrolliert, geht auch übel klar. Wackelt ein bisschen rum, aber es macht echt Bock damit zu spielen. Und ja, würde mich sehr freuen, wenn ihr das Video bewertet. Jetzt eine geile Runde für euch. Ist sehr, sehr nice geworden. Wirklich eine sehr, also ich übertreibe jetzt nicht, wenn ich sage, ist eine Top-Runde geworden. Gönnt euch auch mal wieder mit Controller. Let's go. Ach, und lasst natürlich sehr gerne ein Abo hier auf dem Kanal da. Würde mich sehr freuen. Und gleichzeitig Link in der Beschreibung zum Stream. Wenn ihr Streams gerne schaut, schaut mal gerne vorbei. Bin gespannt, wenn ihr jetzt, also es ist das zweite oder sogar dritte Umbau-Kit für eine alte Waffe, eine MW2-Waffe, ne? Ich hoffe, die kann irgendwie was. So, was geht es jetzt? Lachmann Shroud heißt sie. Wäre auch zu schön gewesen. Okay. Bin sehr gespannt, ob die was kann. Kurz anschauen. Weil die ist ja eigentlich eine Burst. MP. Sieht aus wie die MP5. Ist ja auch komplett gleiches Design. Ich laufe mal hoch, mal gucken, was passiert. Gegen 3 ist bestimmt sehr entspannt. Die kommen schon alle gemeinsam angerannt. Ihr kleinen Wichser. Oh, geil. Ah, die Gamer sind da. Die werden jetzt ihr blaues Wunder erleben. Da kannst du davon ausgehen. Moment. Da bin ich doch. Morgen. Die Bahn, die neue, ist jetzt auch ganz geil. Ach du Scheiße, oh. Oh. Boah, hat der kassiert wirklich. Da gibt's auch mal den hier. Oder auch nicht. Gibst du mir... Der hat die Waffe einfach weggepackt. Muss kurz lauter machen. Den raushauen. Ja, ja, Aimbot, ja. Aim Assist. Oh nein, nicht selber holen. Er hat Aim Assist mit Aimbot verwechselt. Baller. Colette. Triple. Triple Nuclear Life. Sind die down? Ja. Kannst du wirklich kein Witz sehen. Ich spray da irgendwie rein. Quad! Aber meine Drohne holt mich selber! Mann! Ist das scheiße? Okay, dafür Lodi. Perfekt. Was waren das schon wieder für Kills, Mann? So, jetzt bitte aber auch mit der Shroud hier Kills machen. Bitte gönn. Ruf mir, wird besser. Heilung und los geht's. Mann, wieso holt mich die eigene Drohne, während ich im Gunfight bin? Ich hab da eine. Lass sie. Halt! Hallo! Movement! Ah, das ist halt noch nicht so perfekt. Der Arme. Fang! Komm! Ich bin der Beste mit Controller! Ich fass es nicht!
Spiel natürlich nicht. Aber es ist so geil. Es ist so schön. Oh, halt. Stopp! Ah, das... Nein! Das ist leider durch, das Ding. Die macht ja übel Bock, auch die Shroud. Die kann ja sogar was. Ey, was passiert hier gerade eigentlich? Ich muss ihn so lasern. Na komm, trau dich. Nein! Nein, das gibt's nicht. Ich war zu langsam. Hat er perfekt gemacht. So, schnell Shop. War ganz schnell. Wo höre ich? Nein. Ich hab gedrückt. Ah, es macht ja übel Bock gerade. Deswegen, man muss einfach Maus und Key, Controller, X-Defiant spielen. Einfach so, dass man Abwechslung hat, ne? Das ist ja wild. Guck mal hier, die No-Skins. Ach, so schön, Mann. Ich hoffe einfach, dass es irgendwie einen Ausbruch gleich gibt und ich wieder reinkomme. Aber für solche Leute ist halt der Aim Assist ja auch gemacht, dass die Leute Spaß an Warzone haben am Spiel und Skins kaufen, Bundles kaufen, weil sie halt Erfolgserlebnisse haben, weil... Guck dir das an. Ich fight die größten Demons die ganze Zeit. Werd so gekracht teilweise. Jetzt nicht nur in der Lobby. Aber die treffen hier auf ihresgleichen. Ohne das Böse zu meinen. Ich find's echt einfach nur genau so müssen Lobbys sein wie die hier. Einfach gut mixt. Guck mal, der gönnt sich einfach. Der gibt jetzt hier auch noch den Turn und zack. Deswegen, ich habe ja auch... Ich sag's gerne nochmal dazu, ich habe ja auch nichts gegen Aim Assist. Ich rede mich nur gerne drüber auf, wenn ich mit Maus und Tastatur halt spiele und davon sterbe, weil ich halt weiß, wie stark es sein kann in den richtigen Händen. Und ich selber spiel's ja auch gerade, weil es Bock macht. Bin so ready jetzt irgendwen hier. Ja. Was wollte er machen? Es ist so schön, wenn man sich einfach darauf verlassen kann, dass es funktioniert, ne? Jetzt mal ein bisschen mit. Gutem Gameplay noch. Alter. Also man sieht ja gefühlt nichts, aber es ist. Spezi-Bonus. Oh shit. Wo ist er hin? Ist er doch rein. Let's go! Das fühlt sich so gut an, ne? So. Ganz bisschen Geld. Dann kaufen wir uns die. Nein. So. Ich drehe jetzt auf. Ach du Scheiße. Shepper. Danach, danach. Jetzt muss ich irgendwie ihn gut kriegen. Er ist entspannt unten rein. Nein! Eine Kugel. Der Name. Scheiße. Hab nicht gecheckt, wo er ist. Konzentration. Schieß. Gutes Ding. Schön. Weiter so.
Oh oh. Was macht er? Das war der. Wie geisteskrank das ist. Ich fasse es nicht. Oh, gib mir die Waffe, ja? Die behalte ich, weil er hat meinen Spezi-Bonus. Muss gucken, dass ich... Oh ja, raus! Boom! Kann auch auf Long Range. Weg aim. So nice, ne? Spezi-Bonus, danke dir. Und weitermachen. Bin doch da, Leute. Bin doch da. Ey, richtig Bock, das jetzt... Oh, oh. ...zu trainieren. Wunderschön... ...schönes Wochenende zurück. Und... Eigentlich müsste dann die ganze Dings kaputt gehen, oder? Wäre fairer. Bin ich ehrlich. Ich brauche das ja gar nicht. Ich habe ja Spezi-Bonus. Ich gehe es ein bisschen ruhiger an. Er ist nämlich Safe Gamer. So vom wie er läuft. Er muss ganz oben sein, oder? Boah, geil. Das war perfekt. Das wäre auch böse. Ah, falsche Taste, warte. So. Okay. Und jetzt hier rüber. Es wird besser. Da ist er. Oh! Spezi-Bonus will ich nicht verlieren. Das ist so geisteskrank. Das war hinter mir. Oh shit, ich hab keinen Headglitch. Er schon. Er ist so da hinten in den Headglitch rein. Er ist im nächsten Headglitch. Den habe ich. Scheiße. Doch nicht. Er hat sie nicht geheilt. Und da ist safe ein Sniper. Magst du Controller gleich Gott in COD? Was will ich hier sehen? Ey, danke dir. Es macht halt einfach Bock. Ich bin noch lange nicht gut genug. Aber wo hat mich jetzt hier einer... Nein. Da hinten ist der andere. Was macht er da? Hier ist noch einer. Bro, wo ist er hin? So eine Scheiße. Oh, das ist ärgerlich. Ich verliere gerade so viel Zeit, weil ich kein... Weil ich nicht gesehen habe, wo der hingerannt ist. Schnell Drohne.
Oh, hier. Warte mal. Was machst du da? Wie gut ist diese Waffe? Ja, ich muss ganz kurz Zip nehmen. Auf dem Schiff ist auch noch einer. Shit. Das war aber wild knapp, obwohl ich wieder First Shot hatte. Ja, ausmachen. Es fühlt sich so krank an, das ist so geil. Wo ist der auf dem Schiff? Mal kurz looten. Und nochmal schnell. Kommt der? Ich hätte fürs Endgame gerne Self nochmal. Der Schifftyp muss gleich los, aber der hier ist ein Problem. Oh, doch nicht. Doch, kein Problem. Ne! Die perfekte Nate. Da unten ist einer reingelandet. Oh, er kommt, glaube ich. Na? Ey, wieder so knapp, hä? Oder war das gar nicht so knapp? Sah irgendwie zu knapp aus. So, jetzt Vorsicht. Ich muss nochmal eine Drohne holen. Und dann schön die 20er zum Win mitnehmen, komm. Ich bereite mich jetzt kurz drauf vor, einmal mit Drohne. Aber was geht noch mitnehmen? Ich kann ja sogar Zonenplay machen, wenn ich will. Okay, sind nicht mehr viele, ich muss mich beeilen. Noch irgendwas? Ich glaube, ich packe noch eine Clustermine ein, warum nicht? Irgendwer Geist hier? Haus ist halt die Pose gerade, ne? Und von da kommen auch noch einige. Oh, er hat Bock. Geisteskrank. MTZ 556. Ja, er ist da oben. Ja, komm, ich push den, komm. Könnte auch einfach ein Camper sein. Ja. Das ist nämlich nur ein entspannter Camper, aber die Time to Kill von der hier ist echt nicht schlecht, ne? Die ist nicht von schlechten Eltern, sag ich mal. Der Rain-Skin wird mitgenommen. Bringt mir Geld. Die Waffe macht echt Bock. Hätte nicht gedacht. Wait. Schneller. Hallo. Ich habe aber keinen Drohnenbug, oder? Ne, alle da unten. Oh, ich muss mich beeilen, dass ich die alle kriege. Nein! Gottes Willen. Was machst du hier? Bruder, der sitzt in der Ecke. Okay, entspannt. Ist hier zwar nix, aber alles gut. Oh ja. Ich bin hier der Erste, der hier hochsprintet. Da kannst du davon ausgehen. Thank you.
So, ihr könnt gerne tryen. Aber nicht mit mir. Nein! Er kriegt ihn. Wo ist der? Nehme ich? Und nehme ich mit! Das ist der Lachmann Shroudwin. Und beide Kills bekommen. Ach du Heilige, ist das schön. Das ist es. Muss auch mal wieder sein zwischendurch, ne? Ich bleibe natürlich Haupt. Denke ich mal, Maus und Key, aber also. Das nehmen wir mit. Mit Spezialistenmodus. Nicht mal ins Loading gegangen. Zeig mir, wie viele Kills haben wir geschafft? 21er. Ah, wir sind doch wieder da. Einfach zu schön, um wahr zu sein, ne? Und die Lachmann Shroud fühlt sich nicht schlecht an. Ne, hier bei SMGs. Bisschen scrollen, weil es ist nicht die Lachmann Sub, sondern die Lachmann Shroud mit Jack Dezimator, das Decimator Umbaukit. Ja, macht im Prinzip die Waffe einfach zu einer Full-Auto-Waffe, obwohl sie eigentlich eine Burst-Waffe ist. Schadensreichweite geht hoch, Bullet Velocity, dafür mehr Rückstoß, ist ja klar. Feuerrate aber auch natürlich. Und grundsätzlich macht einfach Bock. So sieht die ganze Klasse aus. Könnt ihr euch gerne screenshotten. Und ja, lasst gerne einen Daumen auf das Video da, würde mich sehr freuen. Danke fürs Zuendeschauen, Leute. Und hier kommt ihr zum letzten Video. Danke für den ganzen Support hier. Und könnt ihr euch auch gerne im Stream vorbeischauen. Link ist in der Beschreibung. Würde mich sehr freuen, euch da zu sehen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.